Privet, hallo und willkommen zurück hier auf der Swapa Agro Vierfach-Map im schönen Russland. Ja, wir sind nach wie vor dabei, ein bisschen Kohle ranzuschaffen. Wir bringen jetzt mal noch eine Fuhre Mischfutter hoch Richtung des Tierhandels. Und werden dann im Anschluss eine Fuhre Kompost verkaufen. Und dann sehen wir uns mal an, was uns dann der Kontostand bis dahin so sagt. Weil wir wollen jetzt wirklich massiv uns erweitern, auch gerade was Felder angeht. Da müssen wir mal gucken, dass wir da wirklich vorankommen. Und eben, wie auch schon in der letzten Folge gesagt, wir haben ja zwei Felder mit Zuckerrüben und da brauchen wir dementsprechend einen Roder, der uns da die Rüben vom Feld rubbelt. Gemacht, während der hier noch entlädt. Jetzt, na, guck mal, es sind nur noch 26.000. Gestern bei der ersten Fuhre waren es 28. Ja, das nimmt ab, das nimmt ab. Aber das ist ja so Angebot und Nachfrage, ne? So, dann würde ich sagen, dass wir jetzt eben einmal Kompost fahren. Und ich muss mal gucken, was sagt denn unsere Sache hier, Mist 4000. Naja gut, das ist jetzt nicht wirklich viel. Ja, wird sich noch ändern, gehe ich mal von aus. Das bräuchten wir, wenn wir uns die Gewächshäuser zulegen, in Betrieb nehmen wollen. Und da müssen wir gucken. Oder ich könnte mal gucken, ob ich das eventuell geändert bekomme in der Map, dass wir da auch Kompost anliefern können. Das wäre na klar eine gute Sache, beziehungsweise wir können ja einfach mal testen. Genau, das machen wir jetzt mal. Wir müssen eh in die, in die Richtung. Ob wir da eventuell auch Kompost reinkriegen. Ich glaube es zwar nicht, aber ein Versuch ist es wert. Schon mal voll, aber wir können in der Zwischenzeit einmal das Fass hier uns schnappen. Und das schon mal mit Wasser füllen. Weil das brauchen wir eh auch für die Gewächshäuser. Dann können wir im Grunde schon mal so eine kleine Vorbereitungsphase quasi machen. Und wenn dann der Mist da ist, dann bringen wir den einfach runter und dann läuft die Sache. So, gut. Aber der, guck mal, der ist fertig. Dann geht es hier gleich nahtlos weiter. Da ist Gewicht. Da brauche aber ein bisschen, bis der Kiste hier auf Touren kommt. So.
nur gucken, wie wir da zu den Gewächshäusern kommen. Ich weiß, wo sie sind. Da müssen wir halt einfach gucken, wie wir da jetzt ranfahren. Ja, ich glaube, ich weiß, wir müssen da ein Stück Richtung den Viehhandel und dann müsste es, glaube ich, links reingehen. Hoffe ich doch mal. Hm. Ja. Irgendwie kommen wir da auf jeden Fall hin. Hier kommen wir nicht runter. Dann fahren wir mal hier rum. Und da, guck mal, da. Hier geht ein Weg rein. Dann testen wir einmal. Ich würde mal vermuten, dass das hier... Gut, geht nicht, hatte ich mir ja gedacht. Schade, schade, schade. So, dann einmal den hier verkaufen. Das geht hier im Gartencenter. Das ist hier drin. Und wieder dagegen geschrammelt. Ach ja. So, dann lassen wir uns mal überraschen. Ne? 70.000, 80.000. Ne? Naja, 62, 63.000. Aber guck mal, jetzt haben wir 129.000 auf dem Konto. Das ist doch schon mal wieder ein sehr beruhigender Kontostand, würde ich sagen. Und selbst wenn dann, wenn es denn soweit ist, uns der Rübenroder, sei es jetzt der Holmer oder was auch immer, ein Batzen Kohle kostet, sage ich einfach nur, so what, wir haben's und das, was nachher bei rumkommt, das ist ja das Wichtigere, da machen wir dann richtig Kohle mit. Gut, wir werden die Zuckerrüben erstmal einlagern müssen, weil es doch noch wohl ein bisschen dauert, bis unsere Zuckerfabrik fertig gebaut ist. Aber das soll uns jetzt nicht wirklich stören, sondern wir lassen das einfach machen und tun und ja... So, ja, dann parken wir den jetzt einfach mal hier irgendwo einfach so auf die Seite und nehmen uns den hier. Guck mal, der ist auch schon voll. Dann bringen wir das Wasser einmal zu den Gewächshäusern. Rein theoretisch auch den IT-Runner nehmen können, weil der doch ein bisschen mehr Volumen hat, aber ich glaube, die höhere Geschwindigkeit, die wir mit dem LKW fahren können, macht das Ganze wieder wett. Und da ich jetzt auch im Moment nicht wirklich weiß, wie viel Wasser da jeweils in die Gewächshäuser rein müssen, ja, müssen wir sehen, müssen wir sehen.
Eventuell kann ich auch mal gucken, wenn das geht mit Abladen mit der berühmten Taste I, dass wir da vielleicht sogar einen Automatikkurs uns einrichten. Nee, geht nicht. Gut, dann habe ich nichts gesagt. So, da komme ich nicht rum. Da müssen wir einmal außen rumlaufen. Ich will mal hier gucken. Oh, da kommen nur 6000 Liter Wasser rein. Das ist aber nicht viel, nicht viel. So, ups. Dann geht das hier weiter. Mit R habe ich vergessen. So, dann bringen wir den Rest Wasser rüber zur Kartonfabrik. Dann müssen wir das nicht verschwenden hier. Und schon wieder. So, dann haben wir das erledigt, dann haben die Gewächshäuser Wasser. Wir können dann mal noch gucken, dass, gut, das werden wir heute nicht mehr schaffen, wie viel Paletten bzw. Karton hier hin muss. Da können wir gleich, wenn wir drüben bei der Kartonfabrik sind, einmal gucken, wie viel Liter denn überhaupt so eine Kartonpalette hat und dann dementsprechend nachschauen, wie viele wir da brauchen. So, das werden wir auf jeden Fall noch schaffen heute. So, komm. Hier einmal vorsichtig um die Kurve. So, gucken wir mal, da sind wir ja schon fast da. Ja. Ja, wunderbar. So, dann gucken wir mal, wie das denn hier aussieht. Die hat 2000 Liter und ein Gewächshaus braucht Karton 4000. Also müssen wir 6 Paletten hinbringen. 6 Paletten Karton. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stehen hier auch gerade rum. Können wir in der nächsten Folge machen. Wir haben den hier einmal leer bekommen. Sehr schön. Dann bringen wir die Kiste noch schnell zurück auf den Hof. Irgendwie hat mich ja immer dieses Feld 13 hier angelacht, wenn wir hier vorbeifahren. Das ist so schön groß und vermutlich dann auch dementsprechend teuer. Das möchte ich mir mal noch schnell angucken. Dann fahren wir nämlich nicht auf den Hof, sondern gucken uns hier das Feld an. Wo war das hier? Geht der Weg rein? Das wird, naja, 600.000, 700.000, schätze ich mal, Minimum.
So, wo ist hier? Da vorne ist der blaue Pinnickel, wo man gucken kann. So, wie sieht's denn aus? 675.000 habe ich mir doch gedacht. Ja, nee, ja, aber dann gucken wir noch ganz schnell hier mal bei der 12. Da müssen wir nur einmal ums Eck fahren. Aber ich sag schon mal tschüss für heute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer der Hinweis: liken, kommentieren, abonnieren, Glöckchen drücken. Und so, jetzt noch schnell einmal geguckt und dann ist auch Feierabend. So, 333, das geht aber. Ja, müssen wir uns mal überlegen, ob wir das uns vielleicht mal demnächst holen. So, aber dann jetzt. Dos vidania, tschüss. Morgen.